Hallo zusammen. Im Kurs Strategische Fallanalyse und Herr Professor Dr. Burmann hatte ich letztes Jahr die Ehre, mit zwei Mitstudentinnen, die Emmy strategisch zu analysieren und eine Strategiegeschichte der Emmy Group zu schreiben. Heute bin ich hier am Hauptsitz der Emmy Group und schaue mir das Ganze noch etwas näher an. Die Emmy selbst wurde 1993 gegründet, jedoch hat sie eine große Vorgeschichte mit dem Zentralschweizer Milchverband, der bereits 1907 gegründet wurde. Von da an schreitet der Erfolg der Emmy enorm voran und so kamen so coole Produkte wie beispielsweise 2004 das Emmy Café Latte auf den Markt. Die Emmy hat mittlerweile, und was man auch hier mit dem grossen Hauptsitz sieht, einen hohen Umsatzanteil und hat einen Exportanteil von über 60% im Ausland mittlerweile. Doch wie hat es die Emmy denn geschafft, so weit zu kommen, während zum Beispiel andere Milchverbände wie die Swiss Dairy Foods es nicht geschafft haben und gescheitert sind? Das sieht man in unserer strategischen Analyse. Unter anderem war es die enorme Markenpower der Emmy, aber auch die hohe Innovationskraft wie mit solchen Produkten, aber auch die Expertise der Geschäftsleitung mit der super Akquisitionsstrategie sowie die super Beziehung zu den Milchbauern, die es der Emmy ermöglichte, solche Erfolge zu verzeichnen. Wenn aber du mehr erfahren möchtest über diese Geschichten und auch die weiteren Geschichten des Kurses, wie zum Beispiel von Logitech oder Lindt & Sprüngli, dann schau doch in unsere Unternehmensgeschichten rein.